So, weiter geht's. Gucken wir mal, was das ist. Dum-di-dum-di-dum. Ich glaube noch irgendwas bauen. Wäre es sich einfacher, das umzuarbeiten? Das wäre viel sinnvoller so. So, wer bist denn du? Hallo. Willkommen! Einer meiner berühmtesten Bushaltestellen. Habe sie entdeckt, deshalb gehört sie mir. Und zwar alle. Mein Name ist Alex. Es ist ein wunderschöner Name. Der beste Name. Nenn mich aber nicht Alexander. Pfui. Es ist ein widerlicher Name. Ein widerlicher Name für widerliche Leute. Wo war ich? Oh ja, ich bin Alex. Und ich werde dein Busfahrer sein. Ich war nicht immer ein Busfahrer. Früher war ich ein Buchhalter. Zahlen liebe ich auch so sehr. Doch jetzt fahre ich dich hin und her. Töff, töff. Nein, Momente. Das war ein Zug. Das ist eine Bushaltestelle und ich bin dein Fahrer. Möchtest du irgendwo hin? Ah, okay. Ich bin Alex, ein Busfahrer. Möchtest du gewinnen? Nein. Okay. Hat sie das auch geklärt, was das ist? Momentan. Nein. Korken, was war denn noch Schönes? Was machen Pilze? Stimmt, Pilzpfanne. So. Gießt mich. Gießt mich. Gießt mich. Nunu. Ja. Ob wir hier schon mal in der Nähe. Gut. Du möchtest also irgendwas. Ah, ist bestimmt Hunger. Hm, tut mir leid. Weißt du, dass du... Ja, ich weiß. Ich habe dieses merkwürdige Gefühl. Ziemlich großen Hunger. Ach, echt? Danke, ich liebe es. Lecker, lecker, lecker. Da hat bestimmt noch mehr Hunger. Aha. Das ging aber schnell. Erdbeeren. Okay, die brauchen ewig. Du willst garantiert irgendwas. Magst du Pizza? Oh, danke. Aber ich bin gerade echt nicht hungrig. Okay. Bauntomyama entdeckt. Oh, was gibt's hier Feines? Lass mich ran da. Ihr braucht was Wasser? Salatkopf. Okay. Okay. Okay.
hast immer Hunger. Was gibt's denn hier Feines auf dieser Insel? Wir laufen mal da mal schnell hin. Okay. Genau. Wie geht's hier? Okay. Eine Hütte. Oh, ein neuer Reisender, wa? Oh, hallo junge Dame. Wie geht es dir? Oh, ja, genau. Vielleicht kannst du mir helfen. Du bist dort unten doch sicher auf einem entlaufenen, wolligen Schaf gestoßen. Ich wollte es wieder in den Fecht treiben, aber dieses sture Ding wollte einfach nicht auf mich hören. Du hast aber Glück, wenn deine Schwäche ist seine Gefräßigkeit. Es wird also jedem folgen, der es füttert. Wärst du so nett? Würdest du es versuchen? Bist du denn? Komm mal her, mein Dicker. Abgehauen. Das Vieh auch noch abgehauen. Los. Was haben wir denn für dich Feines? Okay. Ah, oh, es folgt mir. Wo ist denn sein Pferch? Hm? Dann fähr ich gleich hier vorne. Meine Güte. Oh, was für ein nettes Schaf. Ist bei dir zu seinem Zuhause gefolgt. Hörst sich ja immer auf den Magen, nicht wahr? Aha, meine Söhne waren genauso. Findest du nicht auch, dass es einsam aussieht? Vielleicht ist es deswegen losgezogen. Ich werde ihm Gesellschaft leisten, keine Sorge. Aber vielleicht, wenn du noch ein verirrtes Schaf findest, könntest du es vielleicht herbringen. Dann könnten sie sich unterhalten. Also nur, wenn es dir keine Unannehmlichkeiten bereitet. Oh, ich bin übrigens Alice. Freut mich sehr, dich kennen. Ein Schaf, zwei Schaf. Ja, Schafe suchen. Okay. Dann suchen wir mal Schäfchen. Weiter alleine? Nein. Abgeschlossen. Oh, ich will da rein. Oh. Ninja-Künste. Zitrin. Was haben wir hier? Oha, eine Mine. Gibt's bestimmt Erze. Jawohl. Nochmal. Immer noch. Los. Kohle. Ah, okay. Kohlebergwerk. Ah. Da war's gesehen. Jawohl. Wer sucht, der findet. Und los! Komm. Oh, das war aber viel. Wenn ich jetzt hier hingehe, fliege ich garantiert hoch. Ui. Oder auch nicht. Kannst du schon mal weg. Aha. Aha, die Katze hat ja das Licht angemacht. Ah ne, das ist mein Bobbel an meinem Gürtel. Noch mehr Kohle. Was? Ah. Oha. Garantiert schon irgendwas übersehen wieder.
ist nichts, da ist nichts. Oh, und los. Apfelsamen und Opal. Okay. Diese Tür. Hier ein großes Geschenk. Okay. Will ich hier runterfallen? Gehen wir da nochmal rein. Und garantiert irgendwie was übersehen. Die kleine Nische da rum. Fehlt ein Skill, glaube ich. Doch. Mir fehlt definitiv ein Skill. Okay, da fehlt mir auf jeden Fall ein Skill. Was machen. Okay. Okay. Jetzt haben wir überall gesessen. Alles klar. Okay, Fallschaden gibt es nicht. Garantiert eine Schlüssel fürs Haus. Wenn ich noch irgendwie ein Schaf finde. Mehr ihr Schafe, mehr ihr Schafe. Gehen wir erstmal zurück. Oh, und jetzt können wir doch. Webstuhl. Okay. Da ist er müde. Und okay. Aber noch beides. Zeug. Wir noch Teesamen. Dann kaufen wir mal einen Tee. Mais? Okay, du bist noch nicht reif. Aufwerten? Nein. Können wir hier was aufwerten? Nein. Jo. Fehlt uns das Zeug für. So, was hat sich denn verändert? Ah.
Und weiter geht's. Oh, das war's schon? Okay. Ganzen Sägespäne wegzuspülen. Okay. Ahornbretter für mir jetzt. Ich hab genug von dem Zeug. Perfekt. Juhu. So. Du brauchst noch eine Woche? Gut, dann können wir ja schlafen gehen, würde ich sagen. Dumm, die dumm, die dumm. Mal schlafen gehen. Gute Nacht. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ping, die Mikrowelle ist fertig. Was haben wir denn hier Feines? Garantiert jetzt zwei Gerichte reinpacken, wa? So, wir können das probieren. Und eine Garnele. Sehr schön. Ist die Insel nicht? Ich muss dann auch noch bei einem Schaf rumrennen. Oder muss ich ein Schaf zur Insel bringen? Wir werden es rausfinden. Vielleicht rennt hier noch ein Schaf rum. Vielleicht hier? Ne, hier ist auch kein Schaf. Ich kann in die Hütte rein hier. Kein Schaf mehr rum. Garantiert eins zur Insel bringen. Nicht mehr dicker? Okay. Fahren wir mal zur anderen Insel. So viel zu entdecken hier. Aber ich würde jetzt sagen, es haben ja die ersten alle Hunger. Schlafen alle noch. Da kommt die Kiste, da kommt die Kiste. Leere Flasche, Lauchsamen. Okay, weiter geht's. Nahrung? Du hast garantiert Hunger. Ui, Junge, essen, essen, einfach mal damit. Machen wir dich nochmal schön, dann geht's dir wieder gut. So, haben wir irgendwas übersehen? Nö, ich glaube nicht. Oh, das hast du aber schnell erledigt. Wenn du dir Zeit genommen hast. Eine gute Kombüse ist eine gute Investition. Das wirst du schon sehen. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Aha. Und mein Magen wird es auch nicht bereuen. Danke. Was haben wir denn Feines? Oh, ein Topf aus dem Süden. Okay, was ist denn noch Feines, was man machen kann? Oh.
Du möchtest garantiert einen Kaffee trinken. Mhm. Oh. Am hervorragender Kaffee. Alles klar. Mhm. Hab ich doch gerne gemacht. So. Komm mal her. Natürlich. Iwashima, Hinterland entdeckt. Oh. Ich sehe schon Bäume. Wie kann man ein Schaf klauen? Sozialistisch umlagern natürlich. Gegartes Obst, Kalmarspieß. Eintopf aus dem Süden. Nom 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 nom. Sehr schön. So. Was haben wir denn Feines? Fantastisch. Jetzt ist der Webstuhl einsatzbereit. Natürlich können viele Stationen verbessert werden. Du musst nur die Baupläne sowie die benötigten Materialien finden. Stella, ich glaube, es ist Zeit, dass ich dir die fortgeschrittene Webetechnik beibringe. Ja, die gibt es wirklich. Du kannst einige Verbesserungen an den Maschinen selbst vornehmen. Es kommt darauf an, wie du deine Hände auf die Maschine platzierst. Wie du die Fäden anordnest. Wenn du sie einlegst, spielt einfach eine große Rolle. Mit ein paar einfachen Tricks wirst du viele komplexe Dinge herstellen können. Stoffe, um genau zu sein. Hier, sehen wir uns einmal an. Wir können endlich Stoff aus Fäden herstellen. Ja, ich habe doch schon Stoff hergestellt. Ja, ich bin dir voraus. Ja. Ich habe Fasern gekauft. Okay, ja. Hier bitte, danke. Und jetzt? Ui, na komm. Oh ja. Das passt perfekt. Und noch mehr Stoffe herstellen. Yay. Ja, ui, sieh an. Du bist so großartig. Jawohl. Und los. Und los. Und los. Und los. Juhu. Du bist ein Naturtalent. Du solltest mich eigentlich nicht überraschen. Du bist nun eine Meisterin. Mehr kann ich dir darüber nicht beibringen. Aber wenn du nichts dagegen hast, würde ich es selbst mal gerne ausprobieren. Es wird mir auf jeden Fall dabei helfen, mich etwas zu entspannen. Da freut sich wer. Gibt es einen Topf aus dem Westen? Getreidesalat. Okay. Okay, jetzt heben wir noch ein bisschen auf. Zack. Was ist nun kaputt? Ja, ich wollte noch über etwas anderes mit dir reden. Ich bin dir immer noch sehr dankbar dafür, dass ich diese wundervolle Kirche wohnen darf. Aber ich muss schon sagen, dass sie sich etwas leer anfühlt. Du kennst mich ja, mein ganzes Leben lang habe ich inmitten sinnlosen, kitschigen Tand umgeben. Aber aus dem Haus, in diesem können wir etwas ganz Besonderes machen. Etwas Einzigartiges, stilvoll und gemütlich. Was meinst du? Es könnte helfen, das Haus etwas aufzuwerten. Sagenhaft. Ich überlasse es dir, Kleiner. Keine Eile. Dann gibt's Abendessen. Oh, Muntermacher. Etwas Energie für Stundenliefert. Ja, okay. Okay, okay, okay. Du wirst improvisieren müssen. Darum geht es beim Kochen letztendlich. Lügen, die dich danach nicht erfolgen. Die weisen Worte deiner Urgroßmutter. Sie war eine echte Dame. Meine Koteletts. Er hat noch Bretter. Nice. Was noch Bretter? Reden. Bretter. Hol dir deine Bretter. Ich habe Bretter. Viel Spaß damit. Wo hast du Bretter gesägt? Liegen die hier irgendwo? Ja. Wir werden mal zur Insel gucken. Gucken, was da so Schönes los ist. Oh.
Ja, schön. Ah, Kettensägenkatze wieder in Aktion. Und los, und los, und los, und los. Okay. Okay, okay, okay. Da oben sitzt wer. Aber erstmal sehen wir die ganzen Bäume weg. Und los, und los, und los, und los. Lecker, lecker Erdbeeren. Noch ein Baum. Und Zeug. Und los. Wird nicht endlich mal platzen? Eckstein. Okay. Haben wir die Insel leer geräumt? Hier gibt's da noch was. Pizza. Ich möchte nicht aufhören, von hohen Gebäuden zu spucken. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich jemals direkt auf den Kopf treffen könnte, anscheinend geht mir nie die Spucke aus. Und diese kleine Brücke ist nicht sehr hoch. Und da unten schwimmt niemand. Spucken ist aber trotzdem ziemlich erfüllend. Bin voll ausgerüstet. Habe meinen Mund, habe eine Flasche Wasser. Bin bereit. Und ich habe genügend Willenskraft, das noch jahrelang zu machen. Okay. Mir gefällt, dass man für Spucken Talent braucht. Weißt du? Man muss echt etwas können, um ein Ziel zu finden. Zielen und einen Volltreffer zu landen. Können und ein pures Talent in Reinform. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich etwas Gutes kann. Ja. Hier die ganzen Bäume an, ja, du wirst hier. Kann ich da nicht rüberschwimmen? Okay. Hier runterkommen, oder? Wer bist denn du? Okay. Irgendwie nicht hin. Okay, können wir jetzt irgendwas machen? Ja, falls du einen Kram hast, ich kaufe alles, ich weiß. Was hast du denn alles? Seltsame Samen. Das habe ich nicht. Kaufen. Oha. Oh, ja. War ich viel zu schnell. Nö, das brauche ich eine Gießerei.
Mal. Nö. Nö. Brauche ich alles noch. Alles klar, das war's schon. Bauen. Oh, das ist Sägewerk. Gießerei könnte ich bauen. Die Frage, wohin? Ich brauche doch noch das da. Oh, jetzt kann ich es bauen. Okay, ich muss wieder umbauen. Jetzt hier irgendwo hin? Ah, ich brauche ein größeres Schiff. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. So Schiff? Definitiv. Ja, gut gemacht, weiß ich. Danke. Was? Deine erste Besorgung erledigt. Was für eine prächtige Ausbeute. Es gibt da noch viel mehr zu tun, wenn ihr danach ist. Ich bin immer in der Nähe. Okay. Okay. Ist klar. Dann schlafen wir erstmal. Ich brauche nämlich erstmal ein größeres Schiff. Dazu muss ich den Hai belästigen. Und fischen muss ich auch noch unbedingt. Denn? Oh, warte, wir können ja schon losfahren. Wir müssen mal ein Hai belästigen. Okay. Jawohl. Gut, das wird eine ganze Weile dauern. Gut, Pilzsalat. Schlaf alle noch. Okay. Wir wächst. Mais. Cool. Was können wir hier noch anbauen? Das ist. Okay, haben wir. Brauchen auf jeden Fall Mais. Okay. Und los. Oh, cool. Dann zieht mein Kohl aus der Erde. Schnell, 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 es regnet. Seltsame Samen, okay. Das. Regnet, das ist schön. So würde ich schnell pflanzen. So. Können wir nochmal schnell angeln? Was fangen wir denn? Flasche mit Glimms. Juhu. Dann fangen wir noch ein paar. Keimling. Ein Unwetter. Versuche ein paar Blitze einzufangen. Denke daran. Dein Immerlicht wird dich beschützen. Was hältst du davon? Stell dich einfach unter die einen Schlangenblitze. Kennen wir. Oh Gott. Ja, dann zoom mal ein bisschen raus hier. Ich sehe so wenig. So. Jawohl.
Oh. Eine geschockte Katze. Und los. Ach komm, wenn ich keine Flaschen habe, kann ich nur Glimps sammeln, okay? Auch nicht schlecht. Jawohl. 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 Jawohl, weiter geht's. Ich glaube, das war's. So, was haben wir Leckeres gekocht? Gegartes Obst. Okay. Ich hab doch einen Kohlkopf. Den kann man garantiert mit das machen. So. Machen wir mal weiter. Didum, didum. Eine Flaschenpost. Sehr schön. Juhu. Na los. Beiß, beiß, beiß. Leine lassen. Leine lassen. Leine lassen. Na komm. Was haben wir denn? Eine Makrele. Sehr schön. Auf geht's. Oh, da will er was von mir. Los, komm. Beiß, beiß, beiß. Und Leine lassen. Oh. Nicht ohne das. Schwarze Tigergarnele. Alles klar. Stimmt, die waren ja hartnäckig. Ist gerade eine Flasche aus dem Meer gefischt. Das ist kein Müll. Dann könnte sich wer weiß was befinden. Ein kleines Schiff, ein alter Wein, eine Babykrabbe. Naja, es könnte auch schon auch Müll sein. Öffne sie ruhig. Okay. Wo haben wir sie denn? Zack. Lenz viel Leckereien. Und kalter Kaffee mittlerweile. Apfelsamen. Lecker, lecker. Broschüre für die Urugawa-Führung. Ah. Erlebe die Wunder der Waldes und friedlichen Brücken. Alles klar. Aha. Ich verstehe. Alles klar. Hopp, hopp. Lecker, lecker, lecker. Alles aus dem Backofen. Pilzsalat. So. Was können wir da noch reinschmeißen? Eis ist klar. Komm, machen wir noch Karotten rein. So. Du hast garantiert Hunger und... Oh, danke, aber es ist gerade nicht hungrig. Oh, da kommt der nämlich jemand arm. Oh. Du bist so goldig. Dankeschön. Tschüss. So. Was hast du denn noch nicht gehabt? Tut mir leid, Stella. Stimmt, da ist ja kein Obst. Danke, ich liebe es. Geht doch. Du hast sowieso immer Hunger und dir kann ich alles andrehen. Zum Beispiel hier. Junge! Ja, 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 das war. Du bist Mr. Gefräßig. Um größeres Schiff. Juhu. Kann ich mir vielleicht einen Briefkasten leisten? Oder mich davon mit meinem Briefen. Feldarbeit kann ganz schön gefährlich sein. Warum? Nun ja, man weiß ja nie, wenn die Flint ins Korn wird. Später.
Wie Geld habe ich noch? 6000. Alles klar. Mehr wollte ich nicht. Tschüss. Können wir hier gleich noch umbauen, ne? Oh ja. So. Schön nach vorne. Kommst du wieder nach da? Können wir nämlich das Ding hier hinklatschen? Gut. Ah, du Werkstatt, das haben wir, das haben wir. Gästehaus. Gut. Boah, ist sie groß. Okay. Dazu müssen wir wieder. Ja. Okay, okay, okay. Den Garten nach unten stellen? Können wir dich nach unten stellen? Nein, natürlich nicht. Okay. Die Gießerei. Oha. Das Ding ist ja riesig. Oha. Oha, oha, oha. Ist die größer, ne? Fällt, ja. Vielleicht passt das Ding jetzt so. Das ist halt riesig. Ein noch größeres Schiff. Verdammt, Hilfe! Warte mal. Das schaue ich erstmal hier oben hin. Schon gern die Reihe mitnehmen. Warst du da? Krieg ich dich hier drunter? Jawohl. Aufwerten. Okay. Über Bretter. Okay. Wie es weitergeht, sehen wir das nächste Mal. Tschüss.